Milot Rasch ist da, kein Funkel Hoffnung und Transfer News. Dass ich das sage, ist mein Name ist Nico Freunde, es ist Freitag. Beim SV Werder Bremen rechnet inzwischen niemand mehr mit einem Abgang von Milot Rashica in diesem Wintertransferfenster. Das bestätigte Florian Kohfeldt gestern indirekt mit der Aussage, jupp, ich erwarte ihn auch nächste Woche ganz normal bei uns im Mannschaftstraining. Demnach gab es in den letzten Wochen keine konkreten Anfragen mehr. Der Berater von Rashica soll zwar immer wieder irgendwie Interesse durchgeschleust haben und gesagt haben, hier, guck mal, hier, was ist mit denen, was ist mit denen? Aber konkret war wohl nichts. Freunde, Friedhelm Funkel ist sauer auf euch oder auf uns. Kommt drauf an, Auslegungssache. Er ist auf jeden Fall sauer auf Medien dafür, dass er immer in den Ring geworfen wird, wenn irgendein Verein gerade am Absaufen ist. Erst Schalke, jetzt Köln. Immer wieder wird mein Name mit Vereinen in Verbindung gebracht, die angeblich kurz vor der Trainerentlassung stehen. Das Problem dabei ist, mit mir hat noch überhaupt kein Club Kontakt aufgenommen. So war das beim FC Schalke und so ist es auch jetzt beim FC Köln. Muss man sich auch mal vorstellen, der Mann sitzt irgendwo in Düsseldorf, will seinen Ruhestand genießen und plötzlich erfährt er über die Medien, dass er einen neuen Job hat. Wie, was? Ich glaube, ich muss los, ich muss einfach nach Köln. Ja, Friedhelm, ich sag hier gar nichts, keine Sorge. Nabil Bentaleb und Schalke 04, das Missverständnis geht weiter. Ha, das könnte wirklich irgendwie ein Horrorfilm sein für Schalke-Fans. Ganz so schlimm ist es allerdings nicht, denn wenn ich sage, es geht weiter, dann meine ich damit nur bis Sommer. Dann werden sie ihn ja sicherlich loswerden, Vertrag läuft ja aus. Aber jetzt im Winter geht wohl nichts. Schalke schafft es nicht, irgendjemanden zu finden, der bereit ist, auch nur das Gehalt von Bentaleb zu übernehmen. Christopher Lenz wird seinen Vertrag bei Union Berlin nicht verlängern. Der 26-jährige Linksverteidiger schließt sich im Sommer ablösefrei Eintracht Frankfurt an. Mit dem Aufstieg ist für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen und es macht mir unheimlich viel Spaß, Woche für Woche in der Bundesliga aufzulaufen. Die Entscheidung, Union zu verlassen, ist mir nicht leicht gefallen. Nun möchte ich am Saisonende eine neue Herausforderung suchen. Bis dahin liegt mein voller Fokus auf Union. Aus Eintracht-Fansicht halte ich das Ganze für einen ziemlich guten Transfer. Ich mag Lenz sehr, sehr gerne und es wird der Eintracht sicherlich mehr taktische Flexibilität geben, denn wenn man Willems mal rausrechnet, der im Sommer natürlich weg ist, auch der Vertrag endet, ist er dann der einzige nominelle gelernte Linksverteidiger im Kader. Lionel Messis Zukunft ist noch nicht geklärt. Na sowas. Paris Saint-Germain soll laut Medienberichten aus Frankreich und Spanien intern alles vorbereiten, was auch immer das heißen soll. Ich weiß nicht, ob sie Kanonen mit Gold beladen, die sie dann irgendwie auf Messis Haus in Barcelona schießen wollen, mit Boot vor die Küste fahren. Ich habe keine Ahnung, was es heißen soll. Wie auch immer, in Paris ist man guter Dinge, dass man Messi im Sommer verpflichten kann. Hamza Mendil weckt Begehrlichkeiten in der spanischen La Liga. Was? Wie kann Hamza Mendil irgendwelche Begehrlichkeiten locken? Naja, egal, komm. Valladolid, abstiegsbedroht, von R9 geführt, soll Interesse daran haben, sie suchen einen Linksverteidiger, andere Kandidaten sind wohl schon durchgefallen und jetzt könnte es Mondi werden. Joachim Meret steht immer noch im 1. FC Köln unter Vertrag und pendelt immer noch zwischen Stammspieler, Ersatzbank, Tribüne. Man weiß nicht so richtig, was aus dem Jungen werden wird. Außer in Cadiz, da weiß man es ganz genau, denn die wollen ihn scheinbar noch in diesem Winter zurückholen nach Spanien. Und dass Meret mit einer Rückkehr nach Spanien liebäugelt, das weiß man in Köln wohl schon etwas länger. Da könnte also noch was passieren. Die AS Monaco ist wohl stark an Lucas Torreira vom FC Arsenal interessiert. Der gute Mann ist ja derzeit an Atletico ausgeliehen, wo er, ja, läuft nicht so richtig gut. Und im Sommer soll es Interesse geben, vor allem aus Italien. Man weiß von Florenz und Turin, dass sie ihn wohl ganz gerne holen wollen. Jetzt heißt es aber aus Frankreich, dass Monaco Favorit wäre. So Freunde, Freitag bedeutet natürlich auch Sechserpack Tippliga. Ihr könnt gegen Niklas, Pavel und mich antreten, 6 Spiele richtig tippen, 100.000 Euro gewinnen. Das Ganze wie immer ziemlich easy. Hier unten ist der Link in der Videobeschreibung. Außerdem der Code zum Eintritt in unsere Liga. Kostenlos mitspielen. So, wenn wir das durchgehen, dann sehen wir direkt mal eines. Niklas und ich haben beide Schalke einen Punkt gegen Bremen zugetraut. Pavel sagt, nee, die können gar nichts. Wir alle sehen den Dortmund-Sieg. Wir alle sehen, dass die Eintracht bei der Hertha gewinnt. Und auch die Bayern sollten das machen. Also, wenn ihr 100.000 Euro gewinnen wollt, solltet ihr andere Tipps nehmen als wir. Denn wir sind uns da ziemlich einig und dann müssen wir uns ja am Ende auch teilen. Das will ja keiner. Also, nehmt teil, tretet gegen uns an und die Auflösung am Montag im Bundesliga-Rückblick. Bis dahin, schönes Wochenende, Freunde!